habe ich hier neben mir stehen, Uwe Rode. Hallo Uwe, wie geht's dir? Schönen guten Abend. Ja, mir geht's ganz gut. Also mir ging's eigentlich noch besser, wenn die Bundesbahn ein bisschen pünktlicher wäre. Ich bin heute mit der Bahn angereist, mit ein paar Komplikationen, das heißt Stopps zwischendurch, die unerwartet waren. Naja, aber bin Gott sei Dank angekommen noch, rechtzeitig. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja, du bist ja jetzt auch, aber trotzdem bist du ja schon eine Weile hier. Wie gefällt's dir? Ja, ich muss sagen, ich bin noch nicht dazu gekommen, in die Halle zu. Also man hat mich bisher noch nicht, man hat mich zwischendurch mal abgefangen, bin noch nicht in der Halle gewesen. Freue mich riesig auf die Kämpfe heute Abend und ja, bin gespannt, was mich da erwartet. Ja, apropos Kämpfe, wer ist denn so dein Favorit? Auf welchen Kampf freust du dich denn am meisten? Ja, vorweg muss ich einfach mal sagen, dass der Rainer Gottwald einfach eine großartige Arbeit macht. Also solche Sachen, solche Events auf die Beine zu stellen, den Boxsport wieder wirklich nach vorne bringt. Ganz großes Chapeau, wirklich toll. Und hat Deutschland auch verdient, wieder, dass der Boxsport wieder eine Popularität bekommt, wie er es verdient. Also wie gesagt, Hut ab, Rainer, ganz tolle Arbeit. Und welcher Kampf für mich heute Abend sozusagen der Favoritenkampf ist, muss ich sagen, es sind eigentlich zwei Kämpfe. Zwei Kämpfe? Welche sind das denn? Ja, einmal wirklich die Sarah, ja, freue ich mich schon sehr drauf und dann natürlich auf den Dampfhammer. Auf den Triple D. Richtig, ja, sehr ganz gut. Genau. Ja, ja, der kämpft ja jetzt in Runde 8 dann, ne? Richtig, genau. Und ja, kommen wir mal... Wobei ich alle anderen Kämpfe natürlich auch gespannt verfolgen werde und jetzt niemanden besonders hervorheben möchte, sondern wirklich alle Sportler, ich möchte da Fairness gelten lassen. Definitiv. Ja? Sind alle super toll und wir sind eigentlich so gespannt auf alle Kämpfe, wie sie ausgehen und ich glaube, es ist sowieso oft nicht, sind alle gleich von den Kräften her, also da kann man echt immer gespannt sein. Aber kommen wir mal kurz zu dir selber. Was stehen denn da so für Projekte bei dir an? Also folgendermaßen, ich habe jetzt überraschenderweise zum Jahreswechsel, kurz vorm Jahreswechsel, nach über 30 Jahren Abstinenz wieder am Theater sozusagen Wurzeln gefasst. Das heißt, ich spiele in Hamburg am St. Pauli Theater, beziehungsweise habe bis Silvester dort gespielt und bin auch für dieses Jahr schon wieder vorgesehen und schon wieder engagiert für den Herbst. Und Filmprojekte habe ich zurzeit nicht aktuelles, was jetzt gerade ansteht, was mir nicht, was ich nicht schlimm finde. Ich freue mich eigentlich über jede freie Stunde im Moment, beziehungsweise reise viel rum, habe jetzt mal die Möglichkeit auch Veranstaltungen zu besuchen, wo mir sonst die Zeit zu fehlt. Ja, das ist auf jeden Fall super. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Spaß auch mit deinen Projekten, mit dem Theater. Ja, danke schön. Und ja, auch vom Reisen her. Ja. Und wünschen dir aber jetzt hier erst nochmal ganz viel Spaß bei der Veranstaltung und den Kämpfen. Und ich wünsche eben allen Kämpfern toi 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 heute Abend. Und ja, lasst es krachen und die Besten sollen gewinnen. Definitiv. Schönen Abend. Schön gesagt.